heute über ein Erdferkel erzählen. Ein Erdferkel sieht aus wie ein Schwein, bloß ein bisschen länger und kleiner. Es buddelt Löcher in der Erde. Und wenn es daraus geht, wohnen andere Tiere drin. Aha. Wie zum Beispiel Schlangen oder so. Und warum buddelt es Löcher in die Erde? Weil es da wohnen will. Aha. Und warum wohnt es dann da nicht drin? Warum wohnen dann andere Tiere drin? Weil es ein neues baut. Ah, das kann sich nicht entscheiden. Ha? Ja, die bauen immer neue. Für andere Tiere ist dann das Zuhause. Das wollen die auch. Und was macht ein Erdferkel so? Das läuft rum, guckt nach Käfer. Hat so Holzen, macht mal so etwas kaputt mit der Kralle. Sie wollen sofort wieder neu. Aber die werden alle noch weggeschleckt. Okay. Von der Zunge. Aha. Ja. Eine echt lange und schmale Zunge. Und wo lebt ein Erdferkel? Auf Madagaskar bestimmt. Bitte? Auf Madagaskar. Madagaskar? Mhm. Ist nicht giftig. Willst du da auch mal hin auf Madagaskar? Natürlich! Da müssen wir, glaube ich, unbedingt mal hin, wenn da so viele spannende Tiere leben. Ha? Ja, ein Ei lebt da, ein goldener Bambuslemure. Und was noch so? Natürlich Erze. Ah, stimmt, das hast du gerade erzählt. Es leben natürlich auch Fischadler da drauf. Wow. Der Insel. Die kann man nur in den Wasser sehen. Mhm. Die suchen sich ein Zuhause im Wasser. Manchmal wachsen auch Bäume im Wasser. Aha. Cool. Das ist auf einer Insel ganz schön oft so. Prima. Und gibt es noch irgendwas zu erzählen über das Erdferkel? Nö. Nö?